Hallo, mein Name ist Rudi Kerber, ich komme aus der Nähe von Würzburg. Internet hat mein Leben insofern verändert, als dass ich mir ganz viele Informationen aus dem Internet hole. Sprich, ich habe keine Zeitungsabonnements mehr und bediene mich an dem reichhaltigen Angebot von Online-Zeitungen. Sei es die Regionalzeitung, übergeordnete Zeitung. Mein Lieblingsportal ist Spiegel Online und ich nutze das regelmäßig. Sehen Sie denn auch Gefahren im Internet oder negative Aspekte, die das Internet hervorbringt? Da gibt es mit Sicherheit negative Aspekte im Internet. Ich denke, gerade im Bereich soziale Kontakte werden oftmals nicht mehr so gepflegt, wie ich es kenne oder ich tue, sondern ich kenne viele Leute, die leben in einer virtuellen Welt. Die kommunizieren nur im Internet und pflegen ihre sozialen Kontakte nur im Internet. Würde für mich jetzt eine Gefahr darstellen. Aber wer es gerne hat, für den es vielleicht eine Möglichkeit überhaupt, soziale Kontakte zu haben.